jeder hat so diese Inner Voice, die dir irgendwo sagt, da gibt es was, was du tust, wo du einen Mehrwert schaffen kannst für diese Welt. Mhm. Und das zu finden, das möchte eigentlich jeder. Hallihallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Lass uns reden. Und damit ich jemanden zum Reden habe, habe ich natürlich einen Gast eingeladen. Johannes Braun ist heute bei mir. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Ich freue mich auch sehr. Johannes, ich starte normalerweise immer damit, die Leute vorzustellen. Nun ist das ja aber bei Leuten wie dir und mir relativ schwierig, ne? Ja. Also wenn mir jemand begegnet und fragt, ja, was machst du eigentlich? Ne, kann ich sagen, ja, irgendwie Social Media, Influencerin, Buchautorin, Sprecherin und so. Ähnlich ist das bei dir auch, ne? Also genau. Man könnte sagen, du bist Coach, du bist Buchautor, du machst einen Podcast. Mhm. Und ich habe einen Satz über dich gelesen, da stand Johannes Braun, Berufungscoach. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was soll das sein? Das ist ein ungewöhnliches Wort. Letztendlich geht es darum, Menschen in Berufung zu führen. Also du kannst eigentlich die Überschrift über alles drüber legen, ob ich jetzt Podcaster bin, ob ich jetzt ein Buch schreibe, ob ich jetzt unterwegs bin in Unternehmen und als Trainer. Ja, es ist immer Menschen in Berufung führen. Und deswegen nenne ich mich gern so, Berufungscoach. Aber klar, ich habe auch die 1-zu-1-Coachings mit wirklich Menschen, die zu mir kommen und denen ich irgendwo helfe, in ihre Berufung zu finden. Genau. Vielleicht muss man anfangen damit, was eigentlich Berufung ist oder was du glaubst, was Berufung sei. Also um jemanden zu coachen in einer bestimmten Sache, müsste man ja zumindest mal eine gemeinsame Definition haben, was das sein soll, Berufung. Ja, das ist natürlich ein großes Wort, ne? Da ist ja jemand, der ruft. Also ich glaube irgendwo, Gott gibt einem Leben oder auf einem Leben liegt etwas von Gott her und das rauszufinden. Ja, wo ist diese Person ein Geschenk für diese Menschheit? Mhm. Ja, und das ist ganzheitlich für mich der Begriff. Es ist nicht nur meine Tätigkeit, es ist natürlich auch, wie ich lebe als Mensch, mein Charakter, meine Persönlichkeit. Also so ein ganzes Bild von Berufung. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du gehst auch in Unternehmen und bist da Trainer. Und gleichzeitig hat Berufung für dich was mit jemandem zu tun, der ruft. Ne? Also mit einem Ruf, also mit Gott. Ja. Zeigt sich dann in deiner Tätigkeit, egal wo du bist, ob in einem großen Unternehmen oder 101, dass es für dich einen Ursprung gibt, also einen rufenden Gott? Oder lässt du das so subtil einfließen? Also ich komme nicht rein und sage, hey, ich bin Christ und dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ne? Für mich ist das eine Wertschätzung, die ich einfach Menschen gegenüber zeige. Ich versuche sie zu sehen in den Augen Gottes sozusagen mit dieser Einzigartigkeit, die sie haben. Mhm. Und das fließt immer irgendwo ein, ob man dann nachher nach dem Training oder im Seminar ein Bier trinkt miteinander, ob man das währenddessen macht. Das fließt immer irgendwo ein, dass ich versuche, das, was über so einem Menschenleben drüber steht, so das irgendwo zu finden und es der Person zuzusprechen. Aber wenn ich mir das jetzt ganz konkret vorstelle, so, du willst mir, jemandem, der Gott nicht kennt, nicht daran glaubt, das Wort Berufung erklären, schmackhaft machen, mir sagen, ich habe eine Berufung, dann fällt es ja eher schwer zu sagen, jemand hat dich gerufen. Witzigerweise können Leute sehr viel mit dem Wort anfangen, wenn man das so erwähnt, weil ich glaube, jeder Mensch hat so in sich so diese innere Stimme, so Stephen Covey sagt das mal, hey, jeder hat so diese Inner Voice, die dir irgendwo sagt, da gibt es was, was du tust, wo du einen Mehrwert schaffen kannst für diese Welt. Mhm. Und das zu finden, das möchte eigentlich jeder. Also es ist eigentlich ein toller Einstieg, um überhaupt über den Glauben zu reden. Und ich sage manchmal auch ganz ehrlich, hey, du weißt ja, ich glaube an Gott und ich sehe über deinem Leben, glaube ich, ist das und das. Und dann sagen die Leute, ja, interessant, dass du das so sagst. Mhm. Ob die nun an Gott glauben oder nicht, ist für die vielleicht sogar ein spannender Zugang sogar. Über den Glauben mal nachzudenken. Mhm. Und was glaubst du, wozu du berufen bist? Es ist ziemlich einfach zu sagen, ich glaube, dass ich dazu berufen bin, eben andere in ihre zu führen. Ja? Mhm. Das klingt jetzt sehr easy, aber ich habe einen langen Weg dahin gehabt, das zu verstehen und nicht nur so an meinem eigenen Leben festzuhalten, was ich Tolles erreichen kann, sondern eigentlich mehr zu überlegen, was kann ich tun, dass andere in das kommen, was sie rein sollen. Also da hatte ich einen langen Weg hin, aber es klingt jetzt natürlich, okay, Berufungscoach, klar, fürs Leute in die Berufung. Ne? Ja, Berufung ist ja das Thema, auch gerade unter jungen Leuten. Klar. Wir wollen alle irgendwie unseren einen Weg finden, gehen, es absolut nicht falsch machen, den Ruf nicht verpassen. So, ne? Ich glaube, das macht auch so einen krassen Stress. Ich glaube, du kannst deinen Ruf fast nicht verpassen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wenn jetzt jemand hier zuschaut und sagt, okay, ich hätte Interesse daran, meine Berufung zu finden. So, was wäre Schritt 1, 2, 3? Ich würde dich erstmal fragen, warum bist du heute an so einem Tag hier und machst solche Interviews mit mir? Mhm. Ja, würde ich dich erstmal fragen, warum machst du das? Mhm. Ich würde dir, glaube ich, sagen, ich liebe, was ich tue. Ich liebe das Gespräch mit Menschen.
Ich liebe das Sein in irgendwie einem Bühnenkontext, vor Kameras, auf den sozialen Medien. Ich mag es da, einen Mehrwert zu schaffen, also einen Inhalt zu schaffen, der, von dem ich glaube, dass er einen Hauch von Relevanz hat und vor allem was verändern kann. Also da steckt so mein Herz vor, sozusagen in oder für in dieser Jugend, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen, auf einen Unterschied zu weisen. Und eigentlich so zu sagen, okay, es gibt mehr als Uhren und Outfits und krasse Reisen. So. Es gibt etwas, was viel tiefer geht, viel fundamentaler ist. Und auch solche Interviews oder YouTube ist für mich halt so ein Format. Ja. Und dann würde ich dich weiter fragen, würde ich fragen, was löst es in dir aus, wenn du jemanden siehst, einer deiner Followers oder so, irgendjemand, der das anguckt und sagt, das hat was bei mir bewegt, mein Herz ist was bewegt worden. Was löst es dann in dir aus? Ne? Und dann würde ich da weiter fragen. Und irgendwann wird man auf den Punkt kommen, dass du zu diesem, hey, warum mache ich das, das Wofür, immer klarer wird. Und das ist so ein Weg zum Beispiel. Also das wäre so ein Tipp für die Zuschauer, hey, frag 5-mal oder 7-mal, warum eigentlich? Ja, warum bin ich heute hier, warum mache ich das? Und dann immer tiefer zu fragen, das wäre so ein Weg zum Beispiel. Aber das, ich bin gar nicht so der, der jetzt sagt, ich nehme so Methoden und die haue ich dann durch in den Gesprächen, sondern es ist viel mehr, wir gehen auf einen Lernweg miteinander. Und für mich ist es ein Wahrnehmen. Ich will die Person erkennen, die da sitzt. Wer ist es? Wie ist die Person gemeint? Wie hat Gott sie geschaffen? Und das versuche ich zurückzuspiegeln. Und in diesem Gespräch, das kann mal in 3 Stunden passieren. Manche kommen meistens so einen ganzen Morgen zu mir und kommen vielleicht irgendwann wieder. Manche begleite ich über längere Zeit. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, du begleitest die Leute auf der Reise, auf einem Weg. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, das sich damit eigentlich befasst, mit genau diesem Thema. Es erscheint jetzt im Januar 2022. Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Das spiegelt es ja eigentlich schon so ein bisschen wider, worüber wir gerade gesprochen haben. Was würdest du sagen, ist so der Heartbeat des Buches? Ja. Also ich glaube, gerade in unserer Generation ist das Problem, dass alle so unter Druck stehen. Ich will nichts verpassen. Ich nenne das Berufungsstress fast, der so herrscht. Und mein Herz ist es mit dem Buch, hey, komm an auf deinem Weg. Das klingt zwar paradox, wie kann man auf dem Weg ankommen, aber ich glaube, dass jeder von uns, also vor allem auch als Christ, erkennen darf oder auch Frieden finden darf auf dem Weg, den Gott mit ihm geht. Durch Höhen, durch Tiefen, durch Krisen. Und da eigentlich Frieden drin finden, dass ich auch nicht gleich immer alle Antworten habe, auch noch nicht in meinem Traumjob unbedingt sein muss, sondern dass ich diesen Weg gehe. Und da bin ich voll im Fahrwasser meiner Berufung. Ja. Hattest du schon immer so einen Traum, ein Buch zu schreiben? Oder ja, den hatte ich schon früh. Also ich bin so mit 16 schon, seit ich 16 bin, so auf vielen Bühnen und predige und mache viele solche Dinge. Ich hatte immer den Traum, ein Buch zu schreiben, aber das ist eigentlich ein cooles Beispiel, dass viele haben ja so einen Traum von etwas und ich musste diesen Traum aufgeben, weil ich bin so nach vielen Jahren, wo ich in diesem ganzen Aktiv auch müde geworden und irgendwann kam ich in eine tiefe Krise, es war so Mitte 30 und dann habe ich wirklich vor Gott auch gesagt, dieses Buch, das lege ich jetzt mal auf den Altar, das will ich gar nicht mehr. Ja, ich gebe dir das mal alles zurück. Und dann kam einige Zeit später eigentlich der SCM-Verlag auf mich zu und sage ich, wir wollen jetzt ein Buch mit dir schreiben. Und für mich ist es auch so, manchmal muss man Dinge loslassen und Gott führt sie dann auf anderen Wege zurück. Mhm. Auf ganz andere Art, wie wir es vielleicht denken und überrascht uns auch. Mhm. Du hast gerade gesagt, du kamst in eine Krise in den Mitte 30ern, das ist jetzt noch gar nicht lange her. Ne? Also du bist ja jetzt 40. Ne? Genau. Hatte das was mit Berufung zu tun oder hat dir da dein eigener Zugang zur Berufung geholfen oder kam der eigentlich erst danach? Also es hat schon so Anfang 30 angefangen und ich glaube, so meine Generation, ganz viele erleben so Anfang 30 so eine Krise, weil man sich fragt, ich hatte immer so viele Träume, so viele Möglichkeiten und plötzlich, du bist in deinem Beruf, hast mehr Verantwortung, da hast vielleicht Familie gegründet und dann wird es irgendwie enger, ja? Die Optionen werden weniger und ich hatte so ein bisschen Angst, ich könnte was verpassen, ja? Und ich habe so Angst gehabt, hey, was ist, wenn ich mein Potenzial nicht ausschöpfe und so. Ne? Und ich glaube, dass das ganz viele betrifft in unserer Zeit. Man will so alles ausschöpfen. Und da war ich so Anfang 30, wurde es so richtig für mich heftig. Also waren es wirklich so Kämpfe auch zu Gott. Hey, was ist jetzt der Weg? Und man hat so das Gefühl gehabt, die Berufung gegen die Wand gefahren zu haben, obwohl gar nichts passiert war. Okay, so the fear of missing out. The fear of missing out, absolut. Die Angst, was zu verpassen, aber auch dieses andere Wort, dieses FOBO, die Fear of Better Options, dass du denkst, oh, vielleicht sind andere, hätte ich was anderes machen sollen. Und nur solche Sachen gibt es ja auch. Ne? Und da machst du dir viele Gedanken. Und da waren natürlich auch von außen ein paar
Dinge, die kriselnd waren. Ich habe da meinen Job verloren, ich habe da ein Ministry mit aufgebaut, 13 Jahre lang, und dann kamen wir da in Schwierigkeiten zwischenmenschlich. Ich musste dann gehen und dann war ein Schicksalsschlag in der Familie. Es waren verschiedene Drucksituationen. Mhm. Druck bringt manchmal hoch, was im Herzen ist. Und ich musste dieser Angst ins Auge sehen. Hey, was ist, wenn ich was verpasse, oder wie gehe ich jetzt damit um? Und Gott dann da drin zu erleben, der sagt, ich sehe dich. Also du bist mir wichtig, und es geht gar nicht darum, was du alles im Leben erreichst, sondern ich gehe mit dir diese Reise durch. Das war dann für mich eigentlich das schöne Erlebnis, was für mich dieses Thema nochmal so neu belebt hat. Genau, irgendwie. Total. Ja. Ja. Wenn man das so zusammenfasst, könnte man sagen, nach dieser Zeit habe ich mich eigentlich geliebter gefühlt von Gott als je zuvor. Und auch mehr gesehen von ihm. Ja, er ist wirklich ein Gott, der uns sieht. Ja, das ist auch viel, ich glaube, was viele junge Menschen, die wollen immer, die suchen, die haben so ein Bedürfnis danach, ne, was zu machen, was irgendwie besonders ist oder so. Was ist dahinter das Bedürfnis? Ich möchte gesehen werden. Und Gott ist es, der das tut. Und ich glaube, in der Zeit habe ich es wirklich gesehen oder verstanden, was er meint. Er kümmert sich um meine Berufung. Ich muss mich gar nicht ständig drum kümmern. So krampfhaft, so nach dem Motto, ich muss es jetzt erreichen oder so. Und wenn du deinem 20-jährigen Ich sozusagen heute etwas mitgeben könntest, so mit Retroperspektive, mit dem, was du jetzt weißt, was du schon erlebt hast. Ich meine, viele Leute, die zuschauen, sind genau wahrscheinlich in diesem Alter. Ja. Was würdest du mitgeben? Ja. Also zuerst mal würde ich mir sagen, entspann dich und genieße die Reise. Weil ich war so verkrampft, was erreichen zu müssen. Ich habe Gaben und ich habe viel Applaus gekriegt für das, was ich tue. Ich war so ein Erweckungsprediger, ne? Und du kriegst da viel Response. Und ich habe das auch aus einem guten Herzen gemacht, da war nichts falsch dran. Aber ich würde mir sagen, hey, entspann dich, genieße die Reise. Gott wird dich formen, du wirst Schulen durchleben, du wirst auch Fehler machen, das ist überhaupt nicht schlimm. Selbst wenn du was Falsches studieren würdest, wäre gar nicht wild. Es geht um den Weg, und lerne auf diesem Weg, deinem Gott nahe zu sein. Lerne zu lieben, das ist das Entscheidende. Am Ende ist es wirklich, Gott zu lieben, meinen Nächsten. That's it. Ja. Und damals hätte ich gesagt, ich muss irgendwas erreichen. Aber das würde ich mir sagen. Und ich würde mir sagen, vertraue ihm. Ja, also gib dich hin, vertraue ihm. Er wird es gut machen. Da gibt es auch genug Bibelverse, die das ja schön unterstreichen. Befiehl dem Herrn deinen Weg, so wird er handeln, und solche Verse. Ne? Ja, stark. Ich kenne das auch tatsächlich von meinem Leben. Ich bin noch nicht ganz so weit fortgeschritten sozusagen auf der Reise und kann trotzdem irgendwie schon so auf 7, 8 Jahre zurückblicken, also weil ich auch sehr jung angefangen habe, und könnte das auch unterstreichen oder dem zustimmen sozusagen. Deswegen, spannend. Danke, dass du da warst. Danke auch für dein Buch. Vielleicht hast du ja ein bisschen Interesse bekommen jetzt daran, das zu lesen. Kannst du dir bei SCM gerne bestellen, ankommen, obwohl du unterwegs bist. Und falls du sagst, das ist ein super spannendes Thema, interessiert mich auch, aber ich lese einfach nicht gerne, dann hast du auch keine Ausrede, dir nichts von Johannes zu Gemüte zu führen, denn du hast ja auch einen Podcast, Erweckt Leben heißt der. Vielleicht magst du auch da mal reinschauen. Wir verlinken auf jeden Fall beides unter diesem YouTube-Video. Freuen uns wie immer darüber, wenn du deine Gedanken, deine Wünsche, Kommentare, irgendwie auch vielleicht das, was du erlebt hast in diesem Thema, auf dieser Reise, unter diesem Video einfach als Kommentar dalässt, vielleicht zum Austausch einlädst. Schön, dass du dabei warst, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao!